Okay, wir stehen da. Nehmen wir unseren verschießten Troll. Ich möchte mich auf diesem Wege auch entschuldigen für meine gestrigen, naja, Lacher. Aber die zwei haben so niedlich gestritten gestern. Das ist Wahnsinn. Gestrigen Video am Schluss. Entschuldigung, möchte ich mich bei der YouTube-Community und bei den meinen Abonnenten und Zuschauern, die das Video verfolgt haben, bitte entschuldigen. Aber die zwei haben so lieb diskutiert gestern, also Faschisten und was weiß ich alles. Okay. Es kommt selten vor, aber das ist ein Lockdown-Krieger, aber da habe ich gestern nicht mehr kennen, weil das. Zaubererschule besteht eigentlich aus mehreren Türen. Eine für große Wesen wie Trolle, eine für Menschen und Elfen und dergleichen. Dann gibt es eine für Zwerge und Gnome und eine für noch kleinere Wesen. Das soll symbolisieren, dass jeder in der Schule willkommen ist. In der Realität werden allerdings fast nur Menschen Magier. Ich bin der erste Nichtmensch seit vielen Jahren, der es zum Diplom-Magier geschafft hat. Hoffentlich bringt das andere dazu, es auch zu versuchen. Und da Münze müssen wir da reinstecken, glaube ich. Münze, glaube ich. Münze. Ein paar alte Münzen. Sie müssen lang. Gib mir eine Münze in die Türe. Wenn ich eine Münze in den Türspalt auf der Seite mit den Scharnieren stecke, kann die Tür nicht mehr geöffnet werden. Erledigt. Und der Hausmeister hat nichts bemerkt. Müssen wir unseren Streitpartner aufmerksam machen. Hallo. Alter, muss er ständig nerven. es ist ein Wahnsinn. Da steckt eine Münze in die Türe. Ich glaube, da steckt eine Münze in der Tür. Sie lässt sich nicht mehr öffnen. Hast du die Münze da reingesteckt? No. Nein. Ich hasse es, wenn die Türen blockiert werden. Sollten wir haben den Ein Schlüssel. großer Schlüsselbund. Vermutlich sind das alle Schulschlüssel, die es gibt. Sollten wir ihn so schnell wie möglich annehmen. Nein, das wird nichts. Der Schlüsselbund ist an seinen Gürtel geknotet. Er würde mich bemerken, wenn ich hinter ihm stehen und an seinem Gürtel herumfummeln würde. Wir haben aber einen Spruch. Und zwar. Jetzt aber schnell. Omnia nunc aperuero. Na also, und er hat nichts gemerkt. Bis jetzt. Ho, ho. Hab sie. Also den Spruch an den Kobold anwenden. Also am Schlüsselbund faktisch. Ja. Spinnenweben müssen wir sehen. Ja. Das sind die Spinnenweben, die ich für Direktor Bloch entfernen soll. Nicht nur, dass es sehr viele sind, sie hängen auch deutlich zu hoch für mich. Gehen wir dann noch ins leere Zimmer. Da war doch ein Schaukasten. Oder Schaukasten, oder? Schaukasten, oder? Den können wir jetzt eigentlich mit dem Schlüssel, was wir netterweise erhalten haben, öffnen. Einer dieser Schlüssel müsste doch passen. Na also. Was sind das für Geräusche, Professor Wetterquarz? Ich habe nur einen hässlichen Fleck von unserem Schaukasten entfernt.
Die Erfolge unserer Schule sollten für alle Welt als leuchtendes Beispiel zu sehen sein. Gut gesprochen. Jetzt haben wir jetzt einen Besen nochmal gekriegt. Und zwar ist EO. Ruhmreicher Besen. Na sehr gut, jetzt haben wir sogar einen ruhmreichen Besen. Dann gehen wir da wieder raus. Dann gehen wir da wieder raus. Das heißt also, da müssen wir rumreichen Besen. Fege den Fußboden. Gibt's ja nichts. Also gut. Ärmel hochgekrempelt, ein Lied auf den Lippen und los geht's. Wem mache ich was vor? Der Dreck ist festgetreten und löst sich kaum vom Boden. Der Besen ist unhandlich und die Hanne ist groß und ich hasse Putzen. Es wird Stunden dauern, bis ich fertig bin. Es muss eine bessere Lösung geben. Tja, für was haben wir unseren Zauberspruch? Verdammt. Wir haben ja einen Zauberspruch nochmal. Den Automatisierungszauber. Könnten Toller. Warte, mal meinen Besen verzaubern. Mal sehen. Onibus Bakalak Molokomala. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Das ist wohl, ja. Die Drecksarbeit macht der andere. Wir haben kistenweise Schrott und Müll aus der Schule getragen. Die Bretter da haben wir wohl übersehen. Ich nehme sie mit. Erledigt ist erledigt. Tja. Der macht aber die Drecksarbeit. Wir gingen aber ins Klassenzimmer. Da ist was gekommen sogar. Paket. Da ist ein Paket gekommen. Was ist das denn? Ein Geschenk? Für Wilbur. Ah. Wow, das ist... Was ist das? Ich bin eine magische Schiefertafel. Eine was bist du? Eine Schiefertafel, die sprechen kann? Ich kann sprechen, schreiben, zeichnen, rechnen, singen, dichten und vibrieren. Und ich kann fast jede Frage beantworten. Wow! Ist das ein Geschenk von mir? Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und du bist ein Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Aber wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefels. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild.
Kann man auch die kostenlose Spiele spielen? Das Spiel ist bestimmt voll nützlich. Danke, Game. Over and out. Ha! Kann man auf dir Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Kurz und knapp. Du bist bestimmt voll nützlich. Ich wette, du bist bestimmt voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kurz und knapp. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Nein. Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Ich mag dich trotzdem. In Ordnung. Over und out. Ist er nicht lieb? Irgendwie putzig. Was ist denn da jetzt? Da hat der Troll schon gemütlich gemacht. Leute, toll. Hey, lass das! Er hat das Bild dieser hübschen Prinzessin geküsst. Besser, ich bringe sie in Sicherheit. Das ist der Tisch von Chan. Unterschiedlicher können zwar Timmy hin. Solange ich nicht. Ach, dann nimm die Schnummer. Das ist der Tisch von Chantal. Unterschied. Timmy. Das ist der Tisch von Chantal. Unter. Timmy. Er war ganz verrückt nach dem Märchenbuch. Oder besser gesagt, nach den Bildern der Prinzessinnen darin. Das gehört sich nicht. Er war ganz... Das gehört sich nicht. Tja, irgendwie muss man den Habakuk da jetzt irgendwie... Irgendwie... fangen. Braucht den Apfel. Ja. Eher weniger. Braucht den Tisch. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden. Und unterschiedlich. Timmy. Im Moment habe ich keine Fragen. Okay. Er hätte das Buch bestimmt gerne wieder. Aber wenn ich es ihm gebe, würde er nur damit davonfliegen. Wie könnten wir das kleine Kerlchen einfangen? Und was haben wir? Alter Faden, ich will uns das für weiterbringen da. Sauerstoff? Nee. Ob Fridolin das Futter noch immer mag? Das ist der Tisch unterschiedlicher Timmy. Das ist der Tisch unter Timmy. Ja. Ja, meine Verdrückte. Mhm.
Sagte der Opfer. Vielleicht ein Feuermacher. Wenn ich Feuer brauche, könnte mir der alte Feuermacher vielleicht weiterhelfen. Nichts. Entweder ist er kaputt, oder es fehlt Treibstoff, oder ich bediene ihn nicht richtig. Ich müsste mehr über ihn herausfinden. Tja, das ist jetzt gut, ja. Weil dahinter ist schon, ob der einer lebt. Lebt der noch. Da geht der, der dahin. Dachte gar nicht. Fliegebrille. Kache auf. Oh oh. Das ist der Tisch von Chantal. Der unterschiedlich Timmy. Er war ganz verrückt nach dem Märchenbuch. Oder besser gesagt, nach den Bildern der Prinzessinnen darin. Das gehört sich nicht. Er war ganz verrückt nach... Das gehört... Tja, irgendwie müssen wir dann da im Normalfall fangen können. Ja, schauen wir mal raus. Er ist schon fertig mit dem Boden. Zumindest würde ich das als sauber genug bezeichnen. Wenn er noch sauberer wäre, würde nur auffallen, wie dreckig alles andere hier ist. Also gut, Besen, du kannst aufhören. Besen? Das war's. Hey, stopp! Stopp, habe ich gesagt. Tja, wenn er zeigt. Ich könnte da ein kleines Problem haben. Das muss doch gehen. Bei der Mächten der Magier manifestiert in mir, befehle ich dir Stopp. Eine Mähne kalter Regen, der Besen hört jetzt auf zu fegen. Hex, Hex. Du hast gewonnen. Für den Moment. Ich komm wieder. Aber fühl dich nicht zu sicher. Irgendwer wird schon Rat wissen. Doch, der Kobold. Wenn man Wesen beschwört, erschafft man sie nicht wirklich, habe ich gelesen. Man ruft sie vielmehr von einem anderen Ort zu sich. Ich weiß nicht, wo die Kobolde hergekommen sind, aber sie machen nicht den Eindruck, als wollten sie bald dorthin zurück. Das ist eigentlich bedachter Grimpel. Die Schule ist nicht im allerbesten Zustand. Aber wenigstens gibt es jetzt wieder eine öffentliche Magierschule in Seefels. Wir werden das Gebäude nach und nach zurückerobern und ich werde mithelfen, eine neue Generation von Magiern auszubilden. Bedachter Ritterrüstung. Als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal in die Schule gekommen bin, habe ich mich bei seinem Anblick sehr erschrocken. Ich meine, ich kannte Ritterrüstungen aus Büchern. Aber wenn man sich vorstellt, dass darin ein Mensch steckt, und das schon seit Jahrzehnten. Tja, das ist das Kobold-Problem anschauen. Es macht Hoffnung, dass so etwas Schönes und Friedliches in diesem düsteren Gebäude überlebt hat. Ist ja nicht lieb. Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Vielleicht hat sie sich aber auch an ihre neue Umgebung angepasst, um zu überleben. Keine Sorge, kleine Pflanze. Ab jetzt werde ich mich um dich kümmern. Du musst nicht mehr hungern.
Boah, das ist ja ekelerregend. Das riecht wie... Oder wie Opa. Vielleicht war es schon immer eine fleischfressende Pflanze. Keine Sorge. Tja, jetzt kommt der Schmäh mit der Pflanzen. Boah, das ist ja ekelerregend. Das riecht wie faule Eier. Oder wie Opa, wenn er... Ich halte mir die Nase zu. Das Gas stinkt wie Gas. Zum Glück hängt die stinkende Gaswolke immer nur kurz in der Luft. Ah, das wird er nicht. Ich brauch das. Den Blasebalken brauchen wir da. Näher dich der Pflanze, warte mal. Irgendwie mit den. Wie hat man da das? Mit der Pflanze machen da. Da mal. Näher dich der Pflanze. Ich sollte das nicht allzu oft machen. Der Raum könnte sich mit Gas füllen. Ein Funke und wir haben dasselbe Ergebnis wie bei der verheerenden Frühjahrsexplosion im Gnomenbau. Damals hatte Opa sich 2 Wochen nur von Bohnen ernährt, während wir anderen auf Verwandtenbesuch in Gnomerigan waren. Okay. Hab sie. Passt. Wer wollte nicht? Ja, du machst dich noch immer da gnädlich. Er war ganz verrückt. Das gehört sich nicht. Normalerweise könnte man das jetzt da verwenden. Normalerweise. Also gut. Wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht. Das war's. Die Maschine ist betankt. Benutzen. Dann wollen wir mal. Benutzen wir nochmal. Haruka, da kommt eine kleine Flamme, kommt das denn vor der Nase? Haruka, es werde Licht. Es werde Licht. Wem sage ich das? Es ist niemand hier. Wir sind nicht leben. Ist er nicht putzig? Das ist der Tisch von unterschiedlicher Timmy. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der Ratsvorsitzenden, und vom kleinen Timmy. Unterschiedlicher können Timmy. Sehr gleich mit den Apfel. Lehrer werden traditionell in Äpfeln entlohnt. Den hier habe ich mir aber selber besorgt, weil ich meinen ersten Tag auf keinen Fall apfellos bestreiten wollte. Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen. Aber
Als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Ja, nicht, und Ach, der Flamme. Nee, der Wurst. Gehen wir mal da raus. Naja, schon wieder ein längeres. Da kommen wir jetzt rein. Ein längeres Video. Oder da sehen wir sich dann morgen. Gut. Ciao, tschüssi.